Ecuador, die Wildnis Amazoniens. Ich bin immer noch im Oriente am Rio Napo. Mein derzeitiger Standort, Yaku Causay. Mein Ziel ist die Sani Lodge. Laut Sergio soll es nur 3 Stunden dauern. Es sind etwa 30 Kilometer. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich begleiten. Sonst bin ich ganz allein am Rio Napo. Vor Abfahrt schöpfe ich erstmal das Regenwasser aus meinem Kanu. Für den Fall, dass ich kentern sollte, habe ich an meinen Rucksäcken Schwimmflügel angebracht. Jetzt stehe ich wieder an der Mündung des Rio Chipati in den Rio Napo. Ich schaue ostwärts. Vor mir Wald und nichts als Wasser. Viel Wasser. Plötzlich bin ich mir alles andere als sicher, ob ich das alleine machen sollte. Ich habe fast 0 Paddelerfahrung. Je länger ich zögere, desto komischer wird mir zumute. Dann sage ich zu mir, Alter, du bist doch extra deswegen hergekommen. Also steige ich ins Kanu und paddle unsicher los. Und bam! Kaum ein paar Minuten auf dem Napo drückt mich die Stimmung quer gegen einen im Wasser liegenden Stamm. Ich bin zu schwach, das Boot einfach so zu befreien. Also klettere ich auf den Stamm und schiebe das Kanu entlang des Stammes wieder in den Fluss. Du wolltest Abenteuer? Ja, aber nicht so schnell. Und hüpfe schnell ins Kanu. Ich bleibe jetzt doch lieber in Flussmitte. Langsam bekomme ich ein Gefühl für den Fluss. Am fernen Ufer sehe ich immer wieder Hütten. Im Notfall könnte ich ja dorthin. Doch die Strömung dürfte zu stark sein, um eben mal anzuhalten. Die Sonne brennt, trotz Bewölkung. Wenn das so weitergeht, bin ich bald gut durch, denke ich mir. Doch aus dem tiefen Amazonien naht schon Hilfe. Schwere Wolken ziehen gegen Mittag auf. Ich bin an einer Insel angelandet und versuche abzuschätzen, ob ich hier das Wetter aussitzen soll. Ich entscheide mich für die Weiterfahrt. Laut meiner Uhr dürfte ich ja bald ankommen. Plötzlich starker Wind. Wellen bauen sich auf. Das Kanu hüpft. Ich habe nicht mal Zeit, meinen Poncho überzuziehen. Der Wind dreht das Kanu um 180 Grad. Ich kann es nicht kontrollieren. Ich fahre jetzt rückwärts und fluche. Bin längst durchnässt. Irgendwann kann ich wieder normal vorwärts paddeln. Doch der Wind nimmt wieder Fahrt auf. Ich kämpfe und verliere wieder. Der Wind dreht mich schon wieder. Nach einer Weile kann ich wieder vorwärts fahren. Aber aller guten Dinge sind 3. Doch diesmal kämpfe ich nicht. Ich lasse mich drehen und drehe mich selbst im Kanu. Danke, Lektion gelernt. Irgendwann lässt der amazonische Sturm endlich nach. Ich bin klitschnass und friere. Ich bin kaputt. Ich ziehe mir mein Poncho über, um mich zu wärmen. Erst jetzt kann ich wieder filmen und fotografieren. Laut Uhr sollte ich schon längst angekommen sein. Tja. Also, ich bin jetzt hier gerade in einem Sturm gefangen und warte erstmal das Schlimmste ab. Das Schlimmste ist eigentlich schon vorbei, aber ich bin so durchfroren, dass ich nicht mehr kann. Warte ein bisschen ab und dann geht's weiter. Ich komme an der Siedlung Sani Isla. Aber erst musste ich das Kanu bei der fetten Strömung ans Ufer bekommen. Dort frage ich, wie weit es denn noch sei. Man sagt mir, noch eine Viertelstunde. Ich frage, ob das sich auf ein Paddelkanu bezieht. Si, señor. Cool, dann bin ich ja gleich da. Doch nach 45 Minuten bin ich immer noch irgendwo auf dem Napo. Ich wähle einen Weg links um eine Insel und bleibe im Sand stecken. Mühevoll schiebe ich das vollbeladene Kanu wieder in die Hauptströmung. Am Ende der Insel sehe ich 2 Motorboote und Kinder. Dort sagt man mir, dass die Sani Lodge gleich da vorne um die Ecke sei. Ja, genau, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Ich bedanke mich und paddel los. Nach fast 8 Stunden auf dem Fluss dann tatsächlich der kleine Hafen des Sani Lodge. Boah, wie geil ist das denn? Ich fasse es nicht. Ich lege an. Die Sonne geht schon langsam unter. In einer Viertelstunde ist es Nacht. Das war knapp. Meine aufgeweichten Hände sind voll aufgeschürft. Ich frage, ob ich zur Sani Lodge kann. Ja, aber nicht mehr heute. Denn man muss noch über einen Kanal durch den Wald. Also baue ich mein Lager unter einem Palmdach auf. Endlich kann ich was essen. Endlich etwas ausruhen. Am nächsten Tag wird Baumaterial mit einem Motorboot zur Lodge gebracht. Ich lasse mein Kanu im Hafen und fahre im Motorboot mit. Der Kanal durch den Wald ist verdammt eng. Die Männer buxieren das Boot meisterlich um die engsten Ecken. Auf der Chaliwa Kocha
so wird der See hier genannt, wird der Motor abgestellt. Ab jetzt wird gepaddelt. Hier ist Ruhe angesagt. Die Sunny Lodge liegt vor uns. Obwohl ich nichts reserviert habe, bekomme ich für 4 Nächte ein Zimmer. Was für ein Upgrade! Ein Bett, eine Dusche, Strom, Internet. Im Preis inbegriffen, 3 Mahlzeiten pro Tag, Wasser und Kaffee unlimited. Und das Beste, ein eigener Guide, Santiago aus der Gemeinschaft der Sani. Die nächsten paar Tage werde ich also die längeren Touren mit ihm machen. Aber als erstes will ich nur noch chillen. Ich schmeiß mich in eine Hängematte und bin. Der Tag neigt sich seinem Ende. Die letzten Touristen und ihre Guides kehren von den Dschungeltrips zurück. Nach dem Abendessen erkunde ich mit Santiago die nähere Umgebung der Lodge. Schon bald finden wir auf Blättern lungenlose Salamander aus der Gattung Bolitoglossa. Noch nie habe ich so viele in einer Nacht gefunden. Eine gehörnte Laubheuschrecke, wahrscheinlich aus der Gattung Copifora. Sicher bin ich mir aber nicht. Diesen wunderschönen Laubfrosch kann ich keiner Gattung zuordnen. Während ich dieses Männchen von Phoneutria boliviensis fotografiere, bemerke ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung im Falllaub daneben. Es ist eine kleine Vogelspinne, Neischnocolus jupanquii. Herrlich! Wir haben in dieser Nacht noch viel mehr Krabbeltiere gefunden. Heute will ich mal einen Baum beklettern. Er ist am anderen Ende der Chalhua Kocha. Den Baum habe ich mir gestern schon ausgesucht. Wir gleiten ruhig über das Wasser. Ein hoher Ziehen auf einem Zykropia-Baum am Ufer. Der Weg von der Anlegestelle ist nicht weit. Ich erkenne den Baum an seinen Brettwurzeln wieder. Es ist eine Würgerfeige, die sich um einen Wirtsbaum schlingt. Alles ist ziemlich verwinkelt. Meine Intuition sagt mir, dass es sich lohnen könnte, darauf zu klettern. Also gebe ich Santiago meine Kamera. Und er filmt ab jetzt die Action vom Boden aus. Zuerst muss ich mit einer Armbrust eine Angelleine über einen Ast bekommen. Dazu ist die Leine an einen beschwerten Bolzen geknüpft. Vom Boden aus kann ich kaum einen geeigneten Ast richtig erkennen. An die Angelschnur binde ich dann eine dickere Schnur und ziehe sie über den Ast. Erst jetzt kann ich das eigentliche Kletterseil über den Ast ziehen. Der Dampf ist endlich aus der Kamera. So kommen die Bilder besser. Ja, dann kann es jetzt gleich losgehen. Am Nachbarbaum klettert eine junge baumbewohnende Vogelspinne. Ein gutes Omen. Ich steige in den Klettergurt und hole noch meinen Fotoapparat. Llevo esto para arriba. Nach ein paar Hüpfern hänge ich endlich im Seil. Der Ast scheint mich zu tragen. Aller Anfang ist schwer. Bueno, huh? In 10 Metern finde ich 3 Wohnröhren von Vogelspinnen am Baumstamm. Beim Klettern werde ich von vielen Ameisen attackiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist, in großer Höhe zu hängen und eine Menge Ameisen beißen euch überall? No pain, no gain. Also weiter. Sí. Igualmente a mí acá. Sí. Ah, jetzt weiß ich, warum die Ameisen so aggressiv sind. Mein Seil geht durch ihre Burg. Ich werde es in eine andere, höhere Astgabel umhängen. Ameisen sind überall am Baum.
cool ist denn das bitte? Knapp über meinem neuen Ankerpunkt ist eine weitere Wohnröhre einer baumbewohnenden Vogelspinne. Ich freue mich schon auf die Nachtsession. Dann werde ich sehen, wer da wohnt. Für heute habe ich genug vom Baumklettern. Ich seile mich wieder ab. Ich lasse aber eine dicke Schnur am Baum. Denn ich will hier in der Nacht noch mal rauf. So, fertig. Unten angekommen. So lleno de hormigas. Bueno, listo. Au. Ya estamos. Ich beobachte den Wald im Sonnenuntergang von der Veranda des Lobby-Bungalows aus. Die Oropendolas rufen. Für mich klingt das nach Science-Fiction und irgendwie mystisch. Papageien krächzen. Und sonst sind noch einige Vögel am Start. Könnt ihr die vereinzelten Froschquake hören? Bald kommen die Frösche auch richtig dran. Ein Hoazin kommt lauthals angeflogen. Ein allabendliches Schauspiel. Die Guides kehren mit den Besuchern von ihren Jungle Trips zurück. Gleich gibt es Raubtierfütterung. Naja. Abendessen. Immer mehr Frösche rufen. Die Zikaden läuten die Nachtschicht ein. Vor mir hat sich eine Gruppe Hoazine eingefunden und tun, was Vögel so tun. Vögel. Der Himmel über dem Regenwald an der Chalhuacocha wird immer dunkler. Nach dem Abendessen will ich zusammen mit Santiago wieder zur Würgerfalde. Night Session. Fast lautlos gleiten wir über den See. Das Wasser ist wie ein schwarzes Loch. Doch es verschlingt uns nicht. In der Vegetation hören wir überall Frösche rufen. Ich will ein paar fotografieren. Zwei verschiedene Laubfrösche bekomme ich vor die Linse. Und eine Jagdspinne beim Fressen. Ich hoffe, einen Kaiman zu finden. Fokussiere meine Stirnlampe. Leider finden wir keinen in der Nacht. Dann erscheint die Anlegestelle im Licht meiner Stirnlampe. Ich bin jetzt am Ende der Lagune und werde gleich nachts klettern am Baum. Jede Menge Fliegen, die hier überall rumfliegen. Oh, es kann mordiendo como locos. Hier ist ganz schön weich. Eine Kreide am Boden. Ich liebe es, in der Nacht unterwegs zu sein. Neben einer Wurzel hat eine große Vogelspinne ihre Wohnhülle im Boden. Da sind wir auch schon, in meinem Baum. Eine kleine Geißelspinne.
gleich nebenan die Netze von Trichternetzspinnen am Stamm. Zwischen den Brettwurzeln Ameisen- und Termitennester. Doch was ist das denn? Eine baumbewohnende Vogelspinne hat ihren Unterschlupf in diesem Nest. Hammer! Das ist eine schöne Überraschung. Ich lock sie raus und schieße ein paar Fotos. Seltsamerweise filme ich die nächtliche Kletter-Action gar nicht. Am obersten Punkt in 23 Metern angekommen, schaue ich mir die Wohnröhre der Vogelspinne an. Sie sitzt jetzt am Eingang. Mein Licht lockt Insekten an. In der Ferne ruft ein Laubfrosch. Ein Falter taumelt hin und her. Zack, daneben. Die Spinne zieht sich sofort zurück. Noch ein Versuch. Und nochmal. Wie bei den Vogelspinnen weiter unten am Stamm, handelt es sich hierbei um Avicularia purpurea. Vier Vogelspinnen aus zwei Arten an einem einzigen Baum. Das nenne ich mal Erfolg. Es ist kurz vor Sonnenaufgang. Heute geht es mit dem Kanu wieder an das andere Ende der Chaliwakocha. Diesmal wollen wir zum Aussichtsturm. Wir paddeln ruhig. Papageien krächzen. Um uns melden die vielen Vogelstimmen den Tagesanbruch. Ein Kiskili schreit. Große Bienen umschwirren uns brummend. Die Wasseroberfläche ist spiegelglatt. Der Himmel ist bewölkt. Dieses Mal biegen wir aber links ab. Der Weg wird enger. Ein Amazonenpärchen überfliegt uns lautstark. Wir dringen in die Zone der Arazeen ein. Hört ihr die Brüllaffen in der Ferne? Jetzt ändert sich die Vegetation. Kleine Bäume dominieren. Es ist ein Überschwemmungswald. Die Bäume sind jetzt größer. Etwas plumpst ins Wasser.
Irgendwo über uns ruft ein Hoazin. Ich kann ihn leider nicht sehen. Die Anlegestelle. Hier geht es zum Aussichtsturm. Amazonen heißen uns willkommen. Santiago geht voraus. Er erkennt den Weg. Jetzt hören wir die Brüllaffen deutlich. Aber sie lassen sich nicht blicken. Wir sind voll eingetaucht im Regenwald von Ecuador. Ein Philodendron. Der junge Baum ist jetzt schon ein Lebensraum für andere Pflanzen. Stelzwurzeln. Ein Mini-Tümpel. Kein Kontroll? Eine Rana. No. Ah. Lala. Que ya tuvimos. Ups. Boing. Das ist ja wohl der dickste Saber, den ich je gesehen habe. Hier. Das Ding hat bestimmt 6 Meter. Hier im Durchmesser in den Brettwurzeln. Heller Wahnsinn. Ich gehe einmal komplett rum. Si desaparezco, espera como 10 minutos y llamo a la policía después. Hier haben die so einen Beobachtungsturm gebaut. 35 Meter hoch mit Treppen. Hier ein kleines Häuschen für böse Buben. Ja. Ein Besen ist auch da. Sagenhaft. Wunderschön, das Bäumchen. Vamos a buscar ranas, ¿verdad? Y mojarnos un poco. Dann gehe ich jetzt mal die 35 Meter hoch rauf. So einfach bin ich noch nie an den Ceiba rauf. Na, wen haben wir da? Total genial. So, jetzt komme ich in den Baumkronenbereich des Waldes. Der Ceiba ist ja ein Überständer. Wunderschön. Hier beginnen sich die Äste zu verzweigen bei dem Ceiba. Der Ast hier hat bestimmt 1,50 Meter im Durchmesser. Der hier sogar mehr. Man hat mir gesagt, dass es hier Ranitomias geben soll. Kleine baumbewohnende Pfeilgiftfrösche. Die würde ich zu gerne sehen. Paul Bertner, ein kanadischer Biologe, der hier schon seit 8 Monaten auf der Station lebt, hat sie vor ungefähr einer Woche da oben gesehen in Bromelien. Auf der Plattform da oben. Es regnet sogar ein bisschen, ist schon den ganzen Tag bewölkt. Das heißt, vielleicht habe ich ein bisschen Glück und finde auch einen oder zwei. Die leben doch sehr versteckt, zumindest in meinem Terrarium.
Ja, wäre schon genial. Die Äste des Kapo-Baumes sind stellenweise voll mit Aufsitzerpflanzen. Und das ist die Plattform hier. Ich werfe einen Blick zwischen die Bromelienblätter. Vielleicht finden wir einen dieser Pfeilgiftfrösche. Diese blühenden Bromelien sind nicht in Reichweite. Kleine Orchideen bevölkern den Ast. Wie en contrario? Ja. Stände. Wir schauen in jede Bromelie, die in der Nähe ist. Die Blätter haben scharfe Dornen. Che tiene? Una che? Tarantula. No mames. En la bromelia? Justo en esta rama seca abajo, ahí en la copita, ¿sí ves? No. En esta rama, se va así para allá. Ja, ahí ese recto abajo, en la rama gruesa, ahí está. Also hier hat der Santiago gerade eine Avicularia gefunden, in den Bromelien. Ungefähr 33 Meter Höhe. Das ist eine dritte Avicularia-Art in diesem Gebiet. Gestern habe ich drei Avicularia purpurea gefunden, auf einem Baum kletternd nachts. Heute hat der Santiago die gefunden. Und gestern hat mir der Paul noch eine Avicularia Hirschi gezeigt. Cool. Das ist also ihr Habitat. Natürlicherweise. Auf einem Ast finden wir noch einen Vogel. In dieser Position verschläft der gut getarnte nachtaktive Vogel den Tag. Es handelt sich um einen Potu, auf Deutsch Tagschläfer, aus der neotropischen Gattung Nyctibius. Also eigentlich bin ich jetzt hier auf der Suche nach der Besitzerin dieser kleinen Haut hier, dieser Exuvie. Die habe ich gerade in dieser Bromelie gefunden. Und zwar da. Aber nichts gefunden. Dabei habe ich aber zum glücklicherweise eine adulte Avicularia in der Bromelie gefunden. Und jetzt versuche ich sie mal da rauszuscheuchen. Man sieht nur ein Beinchen. Da ist sie. Wunderschön. Okay, jetzt versuche ich sie mal rauszubekommen. Das Handling zwischen den dicht stehenden Dornen bewehrten Bromelienblättern ist nicht so leicht. Hier ist da. Ich will weder mich noch die Spinne verletzen. Ich muss also behutsam vorgehen. Während Santiago also seine Karriere als Kameramann starten kann, buxiere ich die Vogelspinne vorsichtig mit dem Stückchen aus dem Bromelientrichter. Ich versuche, die Spinne auf meine Hand zu dirigieren. Jetzt ist sie so weit raus, dass ich mit der anderen Hand nachhelfen kann. Sie ist schon fast auf meinen Händen. Im letzten Augenblick krabbelt sie doch wieder runter. Der entscheidende Faktor ist, geduldig zu sein sowie ruhig vorzugehen. Stress und YouTube-wirksame Ecken sind da kontraproduktiv. Wir sind ja nicht hier bei Bear Grylls. So, eine wunderschöne Avicularia. Und gleich wird sie hüpfen. Dieses Rettungsverhalten ist bei baumbewohnenden Vogelspinnen typisch. Entweder sie jumpen oder lassen sich einfach fallen. Sie landen dann schon irgendwo. Ich bringe die Spinne noch in Pose. Dann kann die Foto-Action losgehen. Nach der Fotosession lasse ich die Spinne in Ruhe. Sie krabbelt gelassen wieder in die Bromelien zurück.
Bis heute betrug die größte Höhe, in der ich eine Vogelspinne gefunden hatte, 28 Meter. Dieser Rekord wurde heute gleich zweimal gebrochen. Vorhin mit den 33 Metern und jetzt mit der Vogelspinnenhaut und diesem prächtigen erwachsenen Weibchen. Diese 35 Meter sind der bisherige Höhenrekord für Vogelspinnen. Wenn du magst, kannst du dir Kapitel 7, Tarantulas and the Habitats, in dem Buch New World Tarantulas durchlesen. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Auf einem benachbarten Baum sonnt sich eine Boa Constrictor. Unter uns ist eine farbenprächtige Springspinne auf der Jagd. An die Wespe traut sie sich dann doch nicht ran. Die gefürchteten Bullet Ants oder 24-Stunden-Ameisen sind hier oben auch unterwegs. Ihr Stich wird jedoch stark dramatisiert. Ich wurde in Costa Rica über 30 Mal gestochen. Ja, es tut weh. Nein, die Welt geht davon nicht unter. Ein kleiner Vogel ist über uns gelandet. Er beobachtet uns. Einige Bromelien sind einfach zu weit weg, als dass wir sie untersuchen könnten. Und futsch, weg ist er wieder. Ein grüner Ozean voller Leben erstreckt sich vor uns. Bevölkerungsdruck, landwirtschaftliche Flächen und skrupellose Erdölfirmen sowie Goldgewinnung gefährden die Regenwälder in Südamerika. Abschließen möchte ich jedoch mit einigen letzten Impressionen aus dem tropischen Regenwald am Rio Napo, Ecuador. Come on, jump in and get inspired.